Sie waren die Schmuddelkinder der Republik. Extremisten, Rassisten, Volksverhetzer. Attribute der etablierten Parteien für die AfD. Jetzt kommen die Rechtspopulisten auf 15% bei bundesweiten Umfragen. Und schwupps entdecken die Volksparteien ihr abhanden gekommenes Volk. Die Botschaft? Sind wir nicht alle ein bisschen? Das ist richtig dummes Zeug, zu glauben, dass eine Stimmung in der Bevölkerung verschwindet, wenn man nicht drüber redet. Die SPD ist für alle in der Gesellschaft da. Wir werden zum Beispiel nicht Flüchtlingswohnungsbau fordern, sondern sozialen Wohnungsbau für alle. Auch die Kanzlerin signalisiert hinter verschlossenen Gremientüren eine Öffnung der CDU nach rechts. Vor den Mikrofonen klingt das so. Es gibt die Aufgabe, die noch entschiedener gemacht werden muss, aus uns heraus selbst darzustellen, was wir wollen. Echte Bayern wollen das schon lange und sagen das auch. Eigentlich weiter entfernt, als wir je 1976 bei der Debatte um Kreuth gestanden sind. Es gibt wirkliche inhaltliche Unterschiede und die müssen wir auflösen. Nach dem Motto viel hilft viel droht der Parteichef 24 Stunden lang mit einem getrennten Bundestagswahlkampf der CSU. Wir können nicht unsere Grundpositionen aufgeben, nur um der Harmonie willen. Die Botschaft? Mir san mir. Und deutlich mehr als nur ein bisschen. Die Bundeskanzlerin macht mittlerweile eine Politik, die eigentlich sehr in ihrem Sinne sein müsste. Man freut sich über die zurückgegangenen Flüchtlingszahlen. Die südliche Route ist dicht. Es wird formuliert, dass es einen nennenswerten Rückgang dieser Zahlen geben muss. Hat die Bundesregierung nicht eigentlich längst ihren Kurs korrigiert und damit getan, was sie immer forderten? Die Bundesregierung hat ja das getan, was sie immer tut, im Zweifelsfall gar nichts. Sie hat darauf gewartet, dass andere Leute die Probleme lösen. Wenn Sie sich ansehen, was in der Vergangenheit passiert ist, man hat es zunächst mit einfachen Lösungen versucht, nämlich wir machen einfach mal alle Grenzen auf und gucken mal, was passiert. Dann hat man auf europäischer Ebene versucht, 160.000 Flüchtlinge umzuverteilen. Davon hat man inzwischen 1% tatsächlich umverteilt. Mhm. Dann hat man versucht, mit der Türkei einen Deal zu schließen. Das Ganze ist auch in die Hose gegangen. Das und jetzt ist noch nicht fest. Naja gut, aber das ist doch jetzt schon ein totes Pferd. Das wird zum Teil noch geritten, aber eigentlich schwenkt ja auch schon die Kanzlerin langsam um und überlegt, ob man es nicht vielleicht doch anders lösen kann. Und naja, vielleicht versucht man es jetzt einfach mit einer CSU, die dann nochmal so tut, als gäbe es in der Union eigentlich sowas wie eine konservative Politik. Trotzdem nochmal die Frage für Sie. Ist es also egal, dass Sie bei einer Demonstration gegen den Euro, gegen die EU, gegen die Russlandpolitik, gegen TTIP an Demonstrationen teilnehmen und AfD-Mitglieder neben sich haben? Das ist ja Ihnen egal? Wieso, wenn gegen TTIP demonstriert, kann ich schon nicht sagen, ich gehe da nicht mit, weil ein paar AfD-Mitglieder mitlaufen. Und gegen den Euro zu demonstrieren, das ist schon ein bisschen, wie soll ich mal sagen, vom Ansatz ein bisschen komisch. Ich werbe dafür, dass wir eben eine andere Währungsverfassung in Europa bekommen. Mhm. Und die wird auch kommen, weil es gar nicht anders geht. Die Frage ist nur, wann. Eine andere Währungsverfassung, wo eben jedes Land seine Chance hat, sich ökonomisch zu entwickeln. Denn wir haben derzeit einen regelrechten Euronationalismus in Deutschland. Wir haben Überschüsse gegenüber allen anderen Ländern. Die müssen sich verschulden. Der Herr Söder will das, in der letzten Runde hatten wir das schon mal, der begreift das nicht, dass wenn man eben mehr Waren an andere verkauft, als man von ihnen bezieht, dass sie sich notwendigerweise verschulden müssen, begreift er einfach, ich kann mal nichts machen. Aber so kann man in Europa eben die Interessen der Völker nicht wahrnehmen. Wenn das so weitergeht, fällt Europa auseinander und das möchte ich verhindern. Was passiert mit den beiden großen Volksparteien in einer großen Koalition? Ist die dann automatisch in Gefahr? In Österreich, wir sprachen schon drüber, ist ein Kanzler zurückgetreten. Hat man einen starken Rückhalt in seiner Partei? Das muss ich Ihnen mit Nein beantworten. Einst war er der Verbündete von Angela Merkel in der Flüchtlingskrise. Der Sozialdemokrat aus Wien und die Christdemokratin in Berlin. Sie schimpften gemeinsam auf die Ungarn und wollten Europas freundliches Gesicht gegenüber Flüchtlingen sein. Es gibt keine einfachen Lösungen, die auch nachhaltig und ehrlich sind. Dann kam FPÖ-Mann Norbert Hofer und räumte ab. Gut ein Drittel der Österreicher stimmte in der ersten Runde für den Rechtspopulisten als Staatsoberhaupt. Da hatte Faymann bereits den Reset-Knopf gedrückt. Nicht nur die eigenen Grenzen wurden geschlossen,
Auf der Balkankonferenz in Wien wurde mit Mazedonien, aber ohne EU-Mitglied Griechenland, die Balkanroute dicht gemacht. Schuldzuweisungen an Berlin. Ich halte das für ein fatales Signal der Politiker, die dieses Signal gesetzt haben, das dazu geführt hat, dass sich mehr und mehr Menschen auf den Weg gemacht haben. Getrieben von der FPÖ hat die Große Koalition in Wien die 180-Grad-Wende vollzogen. Genützt hat es aber nur den Rechtspopulisten. Herr Söder, jetzt sind Sie dran. Ist es ein Kardinalfehler, wenn man sich auf einen Wettlauf mit den Rechtspopulisten einlässt? Ja, das ist die völlig falsche Frage. Die Frage ist, gibt es Probleme? Ich habe jetzt gerade die ganze Runde ja sehr lange Zeit gehabt zuzuhören. Er kommt ist mit seinem Kardinalfehler, ja, sich darauf einzulassen. Geben Sie mir bitte auch die Chance, zwei, drei Sätze zu sagen. Unbedingt. Ich habe ja eine Frage gestellt. Ja, aber Sie unterbrechen nach wenigen Sekunden bereits. Er erzählt sein uraltes Programm. Unser Wissenschaftsexperte sagt, die Deutschen sind im Prinzip ängstlich, haben Angst und sind Europas gar nicht bereit, sich zu verändern. Die Bürger sind im Grunde genommen schuld am allem. Ich wehre mich dagegen, es so einfach zu machen. Wir haben objektive Veränderungen, ob es mit Kriminalität ist, jedes normale Magazin, heute im ZDF Morgenmagazin wurde gemeldet, Einbruch, Diebstahl wächst. Wir haben im Grunde genommen eine Justiz, die sich bemüht, aber in den Ergebnissen nach der Domplatte zu keinen entsprechenden Ergebnissen kommt. Das heißt, es ist nicht die Frage, ob jetzt Parteien mehr oder weniger darüber reden, sondern es gibt objektive Tatbestände, die Bürger tief verunsichern. Wenn jetzt dann eine Politik darüber hinweggeht, oder gar nicht mit reden würde mit dem Bürger, weder den Dialog suchen noch zu handeln, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn ein Teil der Bürger sich dann nicht verstanden fühlt und abwendet. Sie nur zu belehren, zu sagen, ihr müsst euch halt jetzt mal so verändern, das ist, glaube ich, kein demokratisch effektives und richtiges Konzept. Und drum, glaube ich, ist es nicht ein Problem, dass man jetzt was ändert in der Politik. Wir haben von Anfang an gesagt, die Öffnung der Grenze war ein Fehler, und zwar ein fundamentaler. Jetzt wird Stück für Stück korrigiert, auch in Deutschland. Das ist ja de facto mit dem neujährigen Beschluss, die Grenzen effektiver und wirksamer zu kontrollieren, sogar am Brenner mitzuhelfen, diese Kontrolle zu machen, ist dieses Ende der Willkommenskultur eingeläutet. Das Problem ist nur, die Volksparteien müssen klar machen, dass sie das auch wirklich wollen und nicht nur aus Angst vor ihm oder anderen machen. Nur die Haltung, nur die Überzeugung zählt. Und die Bürger erwarten sich nicht nur technische Regierungskunst, sondern Überzeugung. Und unsere Überzeugung muss sein, dass wir tatsächlich ein Land haben und einen Kontinent, der offen ist und offen bleibt, aber der auch die Sicherheit seiner Bürger setzt. Und wenn ich das noch bitte sagen darf, wir helfen anderen gern. Aber bitte dürfen wir über das Ganze nicht die einheimische Bevölkerung und die Sorgen der Menschen in Deutschland vergessen. Das ist hochinteressant, Herr Söder. Und jetzt darf ich wieder eine Frage stellen? Ich darf wieder eine Frage stellen. Wenn der Horst Seehofer jetzt feiert, dass es ein notariell besiegeltes Ende der Willkommenskultur gibt, hilft er dann der AfD oder nicht? Ich glaube, er hilft der Bevölkerung, weil er ihnen klar macht, dass sich was verändert im Land. Wir haben jetzt seit der Öffnung der Grenzen, haben wir Stück für Stück, Monat für Monat, Woche für Woche, auch mit Unterstützung der SPD übrigens, Dinge korrigiert, Asylverfahren verschärft, Grenzkontrollen verstärkt, Stück für Stück. Ich würde mir nur wünschen, dass man es von Anfang an gesehen hätte, dass man Politik vorausschauend macht, nicht immer nur als Reaktion auf Umfragen, auf Einzelereignisse. Und aus meiner Sicht ist das jetzt ein Erfolg. Wir fühlen uns natürlich bestätigt, weil wir von Anfang an die Sorgen hatten. Mhm. Jetzt muss man aber ehrlich gesagt weitermachen. Man darf jetzt nicht stehen bleiben. Das Thema ist nicht annähernd beendet, denn wir müssen erleben ja, selbst wenn weniger Menschen zu uns kommen, dass das Thema Integration ja erst als Herausforderung wirklich beginnt. Und auch da muss klar sein, wenn ich das bitte ergänzen darf, die Bedingungen der Integration. Ich darf Ihnen ein Beispiel nur sagen. Ein Beispiel. Ich bin schon der Meinung, Herr Wohler hat recht, wir haben Religionsfreiheit, keine Frage. Aber wenn wir zum Beispiel Debatten darüber führen, ob wir in der Schule Trennungen vornehmen müssen, beim Sport oder bei Schullandheimbesuchen, wird da nicht, weil wir so eine Minispalt in der Schule aufmachen, wird da nicht später ein tiefer Riss in der Gesellschaft entstehen? Ich wünsche mir einfach, dass wir klar machen, jeder, der zu uns kommt, berechtigt ist, hier arbeitet, ist willkommen, aber er muss sich unseren Werten, Sitten und Gebräuchen anpassen und nicht umgekehrt. Führen wir auch. Sie haben vorhin hier wieder gesagt, Sie haben ein klasse Beispiel gegeben, warum die Leute allmählich an den Volksparteien zweifeln. Sie haben gesagt, wir müssen auch an die Leute denken, die hier bei uns sind.
Bravo kann ich da nur sagen. Aber wenn ich dann was sage über Löhne oder Renten Pläne, oder so, kriegen Sie Pickel. Nein, weil Sie einfach hier die Leute täuschen. Hier. Seehofer hat gesagt, lenken Sie nicht ab. In Bayern. Ja, Bayern ist überhaupt das Größte. Aber so ist es, endlich. Ja. Endlich. So, meine Damen und Herren, La Fontaine gibt zu, dass Bayern ist. Wenn Sie mich bitte mal auswählen. Seehofer hat gesagt, die Riester-Rente war ein Flop. Ja, was haben wir denn davon? Seit vielen Jahren wird das gesagt. Und Sie sind mitverantwortlich für diese negative Entwicklung im Sozialstaat. Sie sind als CSU voll verantwortlich, sind immer dabei. Und Sie tun nichts. Und Sie spielen immer die Opposition. Dabei sind Sie für allen Mist mitverantwortlich. Das ist das Problem, lieber Herr Söder. Für allen Mist, der sozial gemacht worden ist in den letzten Jahren. Insbesondere, dass es in unserem Land, den Freistaat Bayern, wo wir regieren dürfen, haben aber mit über 12 Millionen Menschen. Nichts davon, die niedrige Renten haben, haben nichts davon. Aber und die schwache Sozialstaat. Sie waren Menschen immer dabei. Bei jetzt reden lassen Sie nicht aus. Je lauter es wird, wird es nicht besser. Ja. Also wenn Sie in Freistaat Bayern anschauen, wir haben in den letzten beiden Jahren, für dieses und für letztes Jahr, 4,5 Milliarden Euro ausgegeben, um eine hohe Standard an humanitärer Unterbringung für Menschen zu leisten, die bei uns im Land sind. Nur mal von der Relation her, das sind Summen, die andere Bundesländer Haushalte haben. Wir müssen dafür keine Schulden machen. Also was das Thema Unterstützung betrifft und Hilfe, Humanität, gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber wir sagen auch, dass alles wie der Bundespräsident mal gesagt hat, der Wunsch zu helfen ist grenzenlos, aber die realen Möglichkeiten sind begrenzt. Und genau darum geht es. Wie kann eine Gesellschaft überhaupt Integration schaffen? Wo stehen die Grenzen der Leistungsfähigkeit? Und das war von Anfang an die klare Frage und klare Position. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob es jetzt andere Parteien auffordern, sondern wir sind der festen Überzeugung, die Bevölkerung ist bereit zu helfen. Sie will es auch, aber sie sieht auch Grenzen. Und wer über die Grenzen nicht reden kann, der macht sich letztlich Illusionen. Und darum sind wir der festen Überzeugung nach wie vor, entweder es braucht Obergrenzen für die Zuwanderung. Es muss auch meiner Meinung nach klar sein, dass viele Menschen, die jetzt aufgenommen werden, während eines Krieges, wenn der Krieg zu Ende ist, auch ein Stück weit wieder bereit sind, ihr eigenes Land aufzubauen. Und ein drittes, wenn wir über Familiennachzug reden, es kann auch bei kurzfristiger Hilfe nicht dazu führen, dass wir einen unbegrenzten Familiennachzug bekommen. In unserem Land ist Hilfsbereitschaft groß. Aber sie kann nicht unendlich sein. Damit würden wir unsere Gesellschaft überfordern. Wissen Sie, als ich aufgewachsen bin, habe ich mich überhaupt nicht für Politik interessiert. Denn jede Nachrichtensendung ging um eine neue Tarifrunde. Ja, das stimmt. Und heute sage ich, wie glücklich ist die Nation, deren Nachrichten langweilig sind. Sie mir einen Satz gestatten, um das zu erläutern. Früher, ich bin aufgewachsen in einer Gesellschaft, in der die Eltern gesagt haben, unseren Kindern wird es besser gehen als uns. Ja, und das ist nicht mehr und heute ist es genau umgekehrt. Die Eltern haben Angst, dass ihren Kindern schlechter geht als ihnen selbst. Und das ist die Veränderung, die eben sozial und ökonomisch sich in den letzten Jahren weltweit ausgebreitet hat. Und diese Veränderung führt eben auch zum Erstarken der Extreme. Und deswegen müssen wir gegen diesen Zerfall des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Mittelschicht müssen wir angehen und kämpfen. Wenn wir erleben, dass die CDU, Sie wehren sich, zumindest rhetorisch tapfer, das will ich Ihnen gerne zugestehen. Aber wenn die CDU als die sogenannte konservative Kraft am Ende grüne Politik umsetzt, linke Politik umsetzt, dann muss man sich Sorgen machen um die politische Rechte in Deutschland. Aber klingt das ein bisschen wie der polnische Außenminister, der sagt, er will kein Europa von Fahrradfahrenden vegetarischen Atheisten haben? Ich meine, das ist... Es geht alles sehr stark in eine Richtung, oder? Wir müssen an dieser Stelle leider einen Punkt setzen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Sehr besondere Sendung. 4 Politiker mal wieder zu Gast. Das hatten wir lange nicht. Vielen Dank an den Historiker, Herrn Blum. Vielen Dank an den Nicht-Politiker in der Runde. Tschüss, bis dahin. Ganz herzlichen Dank. Danke.